Dann legen wir jetzt weiter mit der zweiten Runde zum Thema WordPress Security oder WordPress Sicherheit, wie auch immer. Spielt so ein bisschen auch in das Thema vom Vorgänger mit rein, weil Thema Themes und so weiter ist immer auch ein sicherheitsrelevantes Thema, gerade wenn das Theme entsprechend umfangreich ist und entsprechend viele Plugins mitbringt, dann macht es Sinn, sich um das Thema Sicherheit dann auch zu kümmern. Kurz zu meiner kurzen Agenda, also ich wollte kurz die aktuelle Lage mal aufzeigen und ein bisschen so die Motivation für den ganzen Lightning Talk begründen damit. Dann eben kurz aufzeigen, wie man am besten automatische Updates eben fährt, ohne eben die Sicherheit zu weit einzuschränken. Und eben dann einen kurzen Anriss zum Thema Zugriffsbeschränkung eben auf den üblichen Webserver-System, in dem Fall eben Apache, kurz aufzeigen. Die aktuelle Lage, also warum ist es überhaupt interessant, sich mit dem Thema Sicherheit zu beschäftigen? WordPress kommt auf 26% aller Internetseiten zum Einsatz, so zumindest eine Zahl, die von W3Techs veröffentlicht wurde. Es ist oftmals so, dass WordPress mit HTTPS natürlich das Backend deutlich besser abgesichert wäre. Wenn man das nicht macht, ist zum Beispiel das Problem, gerade jetzt wie hier, man hat ein schönes öffentliches WLAN und hat dann aber das Problem, wenn jemand eben den ganzen Traffic mitschneidet, kann es eben dazu kommen, dass man eben entsprechende Benutzername und Passwort dann an seinen Angreifer mit übergibt. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, eben das Backend, das WP-Admin eben mit einem SSL-Zertifikat über HTTPS abzusichern. Auch gern genommen ist immer mit einem Standard-Installer, gerade wie AllInkle und Co. eben anbieten, da gibt es dann immer den gleichen Benutzernamen, das ist dann sowas wie wp-admin. Und wenn man dann noch aus Bequemlichkeit überall das gleiche oder ein sehr einfaches Passwort verwendet, ist auch das potenziell immer gefährlich. Und eben, wie gerade angesprochen schon, wenn einfach zu viele Plugins und vor allen Dingen zu... wenn einfach zu viele Plugins und vor allen Dingen zu unterschiedliche Plugins, die eben alle irgendwelche Lücken aufreißen können, wenn man die integriert hat, ist es auch nicht ganz unproblematisch. Aktuell, gerade in vielen Büros, wahrscheinlich auch schon mal Thema gewesen, oder es ist zumindest schon mal irgendwie aufgekommen, das Thema Ransomware, also die schöne Erpresserwaage, wo halt jemand wieder ein Word-Dokument geöffnet hat, Word dann fragt, da ist ein Makro drin, willst du es wirklich öffnen? Und dann kommt halt sowas wie, jo, will ich. Und dann heißt es danach, so jetzt haben irgendwie alle Dateien .locky oder .sonst irgendwelche Dateiendungen. Und dann gibt es hoffentlich ein Backup von der IT oder die IT hat ein Problem, beziehungsweise derjenige hat auch eins. Das Ganze gibt es mittlerweile auch schon in einer coolen Version, nämlich dass es auch auf Webservern funktioniert. Also dann sind nicht nur die heimischen Daten eben verschlüsselt, sondern wenn es gut läuft oder wenn es in dem Fall schlecht läuft, ist auch der Webserver selber betroffen. Das heißt, dann sind auch irgendwelche Datenbanken, Dateien, irgendwelche Skripte betroffen und dann kriegt man diesen netten Hinweisbildschirm, wo es dann eben heißt, du kannst jetzt Geld zahlen, dann kriegst du unter Umständen, wenn es gut läuft, deine Daten wieder zurück oder wenn du es irgendwie falsch machst, dann sind die Daten halt weg. Zum Beispiel dieser CTP-Locker heißt das Ganze und das ist eben schon aufgelistet, was der dann eben alles verschlüsselt und mit welchem supersicheren Verschlüsselungsalgorithmus. Problem ist aktuell, man kann die Daten noch nicht wiederherstellen. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Wiederherstellungstool, dann kommt man vielleicht wieder dran. Aber in dem Fall absolut wichtig ist halt einfach ein regelmäßiges Backup zu machen, weil nur dann hat man die Daten am besten abgekapselt irgendwo eben sicher und kann sie eben im Notfall wiederherstellen. Auch interessant ist der aktuelle Fall Panama Papers und Co., also der Fall Mossack Fonseca. Hier ist das Problem, die hatten auf ihrer Hauptseite oder haben auf ihrer Hauptseite zumindest bis vor ein paar Tagen noch eine WordPress-Installation gehabt. Und die hatte zwei gefährliche Plugins. Zum einen ein Revolution Slider in der Version 2.1.7, weil man dazu sagen muss, der Revolution Slider war bis zur Version 3.0.95, glaube ich, angreifbar. Und scheinbar ist da länger nicht mehr aktualisiert worden und dementsprechend war es dann möglich, also ich habe auf der Seite, die unten eingeblendet ist, kann man sich so ein Video anschauen, wie man sich über das Plugin eigentlich bequem Zugriff zum Webserver verschaffen kann. Ob jetzt das Ganze eigentlich dazu geführt hat, dass da irgendwelche Dokumente veröffentlicht wurden durch diesen Hack, das kann man nicht genau sagen, aber es sind auf jeden Fall mit dem Plugin und auch mit dem WP-SMTP-Plugin zwei Einfallstore geschaffen worden, wo man eben Zugriffsdaten definitiv abgreifen kann und wo man eben auch Zugriff zum Webserver bekommen kann. Was ist so jetzt die Schlussfolgerung aus dem Ganzen? Also natürlich
immer die Gefahr durch veraltete Plugins. Also wenn man feststellt, hey, ich habe jetzt ein Plugin im Einsatz, das ist jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr aktualisiert worden, dann macht es definitiv Sinn, sich da nach einem neuen Plugin umzuschauen, weil ein Plugin, was keine Updates mehr kriegt, ist früher oder später immer mal ein Einfalltor für irgendwelche Angriffe. Und gerade wenn das Plugin irgendwelche Zugriffsdaten, wie jetzt eben für einen SMTP-Server oder für andere Dienste verwaltet, sollte man da auf jeden Fall drauf schauen. Auch eben wichtig, dass man regelmäßig WordPress-Updates installiert, die Security-Fixes installiert und eben, wie gesagt, die nicht mehr gepflegten Plugins auf Dauer entfernt. Wie löse ich das ganze Problem? Also mit automatischen Updates. Das Problem ist, WordPress selber, der Core und die Plugins, wie gesagt, eben regelmäßig aktualisieren, das kann WordPress eigentlich selber. Mit dem Problem allerdings, dass wenn man WordPress sich automatisch aktualisieren lässt, muss man es entweder so lösen, dass man ihm relativ viele Schreibrechte einräumt, also dem Webserver, oder eben einen FTP-Zugang eben hinterlegt. Letzteres sollte man sowieso nicht machen, weil FTP irgendwie gefühlt aus den 90er Jahren ist und eigentlich vor allem in den meisten Fällen ohne SSL und sonst irgendwas daherkommt und deswegen eigentlich keine gute Idee ist. Auch eben gern genommen ist dann sowas wie, ja, ich wollte jetzt das Plugin aktualisieren, da bringt jetzt eine Fehlermeldung. Jetzt habe ich dem Ganzen einfach mal alle Rechte gegeben, also die üblichen 777, was natürlich im ersten Moment super ist, weil es funktioniert ja dann. Was aber irgendwann halt doch mal wieder einem irgendwie zurückfallen kann, wo man dann eben merkt, so ja gut, jetzt habe ich ihm alle Rechte gegeben, jetzt konnte das Plugin, was eine Sicherheitslücke hatte, halt auch alle anderen Daten von meinem Webserver eben lesen und schreiben oder wie auch immer. Dementsprechend ist es jetzt keine optimale Lösung. Wir haben uns jetzt bei uns überlegt, eben das Ganze eben über die ganze Rechteverwaltung zu machen. Das haben sich ja auch schon mal einige gehört, dass man eben die Rechte natürlich einstellen kann. Die Standardwerte sind meistens für einen Ordner eben 755, für eine Datei 644, was kurz aufgeschlüsselt heißt, bei einer 7 kann ich quasi lesen, schreiben und ausführen. Bei der Stufe oder bei dem Bit 6 kann ich quasi nur lesen und schreiben. Und bei der 4 eben nur lesen. Was jetzt wiederum heißt, wenn ich das Ganze mit dem Live-System betreibe, sollte ich nach Möglichkeit eben sagen, okay, auf den Ordner muss ich die 755 setzen, sonst kriege ich Probleme beim Webserver. Auf Dateien reicht es mir meistens, wenn wirklich alle nur lesen können. Also sowohl der Besitzer als auch der Webserver selber reicht es für die Produktivumgebung eigentlich aus, mit Ausnahme von zwei Ordnern, da komme ich später noch dazu. Im Update-Modus schalte ich dann vorübergehend einfach mal alles auf Lesen und Schreiben. Das kann ich im Prinzip machen, das kann ich zwar auch noch einschränken, aber im Prinzip reicht es, weil es ja wirklich nur für einen ganz kurzen Moment ist. Und kann dann eben sagen, nur für die Zeit der Updates werden eben diese Rechte entsprechend gesetzt. Und man könnte es auch noch weitergehen und sagen, passt noch die Benutzer entsprechend an, wobei da eben die meisten Webhoster oder vor allem die Shared-Hoster sagen, das erlaube ich dir nicht, beziehungsweise nicht eben über die einfachen Wege, sondern nur über ein Web-FTP teilweise. Deswegen erstmal nur der Schritt 1, ich setze die Rechte. Generell gibt es das bei ungefähr allen großen Shared-Hostern, also zum Beispiel eben All-Inkl, Domain Factory, Strato. Noch einfacher ist natürlich, wenn man den Server selber verwaltet, dann hat man einfach alles in der Hand und hat einfach mehr Möglichkeiten noch. Da bietet sich das eben an, über Cronjobs oder eben über Jenkins, also über ein Continuous Integration System zu machen. Mein Ansatz also der, ich sage für den Update-Modus, setze ich einfach mal alle Lese- und Schreibrechte. Sobald ich dann im Live-Modus bin, setze ich die Rechte eben so wie vorher angesprochen, plus ich räume eben in den Uploads-Ordner und in den Cache-Ordner eben entsprechend mehr Rechte ein. Einfach damit ich eben Dateien problemlos hochladen kann, also gerade eben Bilddateien, dass ich eben nicht extra dafür in diesen Wartungsmodus schalten muss. Das Ganze kann ich dann ausführen, indem ich mit der WPCLI arbeite. Das ist also ein Command-Line-Interface für WordPress, das eben mir erlaubt, den Core zu aktualisieren, die Plugins und die Themes zu aktualisieren. Und dadurch muss ich dann nicht zwingend mich in mein Frontend einloggen, sondern kann das eigentlich bequem über die Konsole oder eben über ein entsprechendes Shell-Skript dann eben machen. Verdammt, ja. Werde ich noch ausbessern. Wenn ich dann alles ganz toll aktualisiert habe, kann ich gleich mal mit WP-Scan noch einen Sicherheitscheck laufen lassen. Das habe ich bei der letzten WordCamp mitgenommen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das eigentlich ein echt praktisches Tool ist, um einfach mal schnell seine Installation zu checken. Der überprüft die Version und schaut eben nach, ob es entsprechend dafür vorliegende Sicherheitsmängel gibt und ob es eben generell ein Update gibt, wo man eben sieht, okay,
ich habe jetzt die Version 2.0.7 und mittlerweile gibt es die 3.0, also sollte ich wieder mal aktualisieren. Genau, wenn ich das dann gemacht habe, sollte ich noch den nächsten Punkt gehen und meine Zugriffsrechte generell im Webserver noch ein bisschen beschränken. Das betrifft vor allem, was ich immer wieder mal auch gesehen habe, dass eben Leute in Apache hernehmen und dann aber die Unterverzeichnisse praktisch listbar machen. Das verhindern manche Installationen, indem sie einfach leere Dateien anlegen, dass einfach dann nichts angezeigt wird. Im ungünstigeren Fall wird aber wirklich der komplette Ordner aufgelistet und welche einzelnen Dateien dann drin liegen, was natürlich nicht so toll ist, weil dann sind vielleicht auch Dateien drin, die man nicht unbedingt lesen sollen als Benutzer. Generell kann ich dann auch einschränken, ich erlaube eben den Systemzugriff nur auf bestimmte Dateien, also eben auf PDF-Dateien, auf JPEGs und so weiter. Auch damit kann ich wieder verhindern, dass eben PHP-Dateien direkt aufgerufen werden können. Ich sollte generell meinen WP-Admin-Login schützen, weil auch das ist immer ein potenzielles Einfallstor. Wenn ich eben dann doch irgendwo eine Sicherheitslücke habe, kann ich somit zumindest verhindern, dass derjenige halt ins Backend reinkommt. Und dann würde ich eben auch noch gleich die Includes-Ordner mit schützen, dass da eben auch von da aus eben keine externen Zugriffe drauf erfolgen können. Also auch da, dass der Benutzer einfach, wenn er das Verzeichnis aufruft, einfach eine Fehlerseite kriegt, beziehungsweise ein Verbinden halt einfach sieht. Und letzten Endes würde ich halt auch noch den Zugriff auf die wp-config blockieren, weil auch die Datei sollte nach Möglichkeit nicht aufgerufen werden, auch wenn natürlich eigentlich nichts drin ist, was die Datei quasi darstellbar macht, aber trotzdem kann man ja wieder über diverse Vorkehrungen dann vielleicht sich doch Zugriff zu der Datei dann verschaffen. Eine HTXS-Datei braucht man generell nicht aufrufen, die würde ich per se eben auch blockieren. Gut, nochmal grob zusammengefasst. Also insgesamt soll ich am Webserver möglichst wenig Rechte geben, also so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ich sollte das Thema Updatebarkeit eben möglichst, ja, beide Seiten betrachten. Also auf der einen Seite natürlich, je besser ich mein System update, desto sicherer sollte es werden, weil zumindest Sicherheitslücken geschlossen werden. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Automatisierung immer auch irgendwie kritisch, weil auch da kann natürlich, können sich erstens Fehler einschleusen, es können sich neue Sicherheitslücken einschleusen. Also muss einfach überlegen, was einem oder was für einen selber so der richtige Weg ist. Aber generell gerade die Core-Updates kann man in den meisten Fällen eigentlich gut fahren. Auch da kann es natürlich passieren, dass irgendwie ein Theme sich damit irgendwie, wenn es schlecht programmiert ist, dann irgendwie Probleme macht, aber in den meisten Fällen läuft es dann eigentlich. Regelmäßig Backups erstellen, vor allen Dingen eben auch externe Backups und eben Datenbanken auch einfach mal eine komplette Sicherung abspeichern, weil es ist halt doch immer wieder schlecht, wenn man dann am Ende feststellt, jetzt ist da gestern was passiert und man hat leider das letzte Backup vor über einem halben Jahr gemacht und da hat man jetzt aber so viel Zeit und Herzblut reingesteckt in seine schönen Beiträge und die sind halt jetzt alle weg. Und eben, wie vorher schon angesprochen, wichtig, wirklich veraltete Plugins aktualisieren. Ich habe bei mir auch irgendwann mal durchgeschaut und dann festgestellt, die kriegen bei WordPress dann auch irgendwann schon so eine schicke Warnung. Achtung, das Plugin ist schon seit über einem Jahr, glaube ich, nicht mehr aktualisiert worden. Such doch mal nach was Neuem. Und meistens gibt es immer für alles irgendwie einen Ersatz und dann sollte ich mir lieber mal eine schöne Alternative raussuchen. Genau, das wäre es von meiner Seite. Fragen und Anregungen gerne. Die ist. Sollte sogar gehen, wenn das bei Slideshare funktioniert, dass ich den Link ab genau 13:30 verfügbar mache. Ist okay. Sonst noch irgendwelche Erfahrungen, die schon mal in dem Bereich gemacht wurden? Traut sich jetzt keiner, doch. Ja, es gibt vor allem auch genug Tutorials im Internet, die es auch für alle möglichen Webserver beschreiben. Abrupt plötzlich aufgehört haben, wenn ich das mache. Und dann eben nichts. Null
Ja, man merkt selbst bei kleinen privaten Seiten eigentlich schon relativ schnell, dass wenn man da eben mal einen Riegel vorschiebt, dass dann eben alle möglichen Login-Versuche mit WP-Admin und allen möglichen Vornamenkombinationen dann eigentlich sehr schnell halt komplett wegbleiben. Also ich habe jetzt gesagt, im Upload-Ordner gebe ich halt entsprechend mehr Rechte, dass man eben als Benutzer auch drin schreiben kann. Nochmal? Nee, das hatte ich, also das, Moment. Genau. Ah, genau, und hier ist halt statt dem T müsste da noch, nee, passt genau, falls. Also 644, dass ich quasi schreiben kann. Ich habe es eigentlich schon mal ausprobiert, das hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert, weil ich habe versucht, die Rechte noch ein bisschen weiter runterzuschrauben. Irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo der Webserver gesagt hat, okay, ich kann das ganze Verzeichnis nicht mehr lesen. Das war immer ein bisschen zu viel des Guten dann. Und eben noch besser ist halt eigentlich, wenn man das über den Benutzer macht, dass man eben auch wirklich den Benutzer eben spezifisch eben setzt, wenn man eben das Ding aktualisiert und danach eben den Benutzer wieder ändert auf den Webserver-Benutzer. Aber das erlauben halt die meisten Shared-Hosting-Anbieter nicht. Ich habe bei AllInkle mal nachgefragt, weil da kann man den Benutzer zum Beispiel generell ändern, aber nur über den Web-FTP. Wenn man das über ein SSH-Skript laufen lässt, dann gibt es dieses CH-Own einfach nicht. Und das werden sie wohl auch in Zukunft nicht so schnell implementieren. Deswegen muss man sich dann da an der Stelle ein bisschen behelfen einfach. Ja, es ist ja vor allen Dingen auch immer das Problem. Ich meine, wenn wirklich jetzt da serverseitig eine Sicherheitslücke vorliegt, gerade jetzt auch bei AllInkle, glaube ich, bin ich jetzt bei 50 Leuten mit auf dem Server oder sowas. Da gibt es immer so Zahlen, je nachdem, wie viel man dafür zahlt, desto mehr oder desto weniger Leute werden es dann auf dem Server. Aber auch da ist natürlich so, wenn jetzt ein anderer Nutzer irgendwie eine Sicherheitslücke hat oder generell eben der ganze Webserver irgendwie betroffen ist, dann bin ich immer damit drin. Da bin ich natürlich wirklich nur dann raus, wenn ich mir den Server bei mir irgendwie hinstelle oder ins Rechenzentrum stelle. Dann kann ich das verhindern. Aber letzten Endes ist Shared Hosting ist immer so eine Sache. Es ist halt eine günstige Möglichkeit, quasi eine gute Webpräsenz eben aufzeigen zu können. Wenn ich wirklich das Ding perfekt sicher durchziehen will, dann muss ich es selber in die Hand nehmen. Ja, ja, eben. Das muss man einfach dann abwägen, wo man sagt, okay, da sind jetzt wirklich solche Daten auf dem Webserver drauf, die einfach auf gar keinen Fall irgendwie in Umlauf kommen sollten. Wenn das jetzt mein privater Blog ist, wo ich irgendwelche Fotos hochlade, dann ist so Kategorie, ja gut, dann ist es mein Pech. Aber klar, sobald irgendwelche Daten von Dritten mit involviert sind, sollte man auf jeden Fall drauf schauen. Ja. Gut, damit danke ich mich und dann.